Hallo ihr Lieben, ich bin ein bisschen K.O. Denn gestern war ein langer Tag und irgendwie ist diese Woche sehr voll und wird auch noch ein bisschen voller. Aber es sind auch alles so coole Sachen, insbesondere auch im Autorinnenalltag, denn ich bin so in den letzten Zügen vom... Hier kommen so viele Boote vorbei. Ich bin so in den letzten Zügen von, ich schreibe den Buch jetzt. Also, was heißt in den letzten Zügen? Vom Prinzip her ist alles fertig. Es sind, ich habe jetzt in den letzten Tagen die, ein Newsletter vorbereitet, die an meine Abonnenten rausgehen, wo ich am Morgen teile ich eine Leseprobe, beziehungsweise morgen Freitag, der 29.04. teile ich ein Viertel des Buches als XXL-Leseprobe. Und am Montag, Quatsch, am Sonntag, ich bin so müde, ihr merkt es. Am Sonntag gibt es ungefähr den gleichen Umfang von dem Workbook, was ich gemacht habe, zu dem Buch. Ja. Und dieses Workbook ist tatsächlich auch das, was mich so mit am meisten beschäftigt hat in der letzten Woche. Denn das hat so eine Dimension angenommen, die ich überhaupt nicht vorhatte, die es annimmt. Ich dachte, ich mache mal so schnell so ein Workbook nebenbei, also so Bullet Journal-mäßig mit ein paar gepunkteten Seiten und den Fragen da drauf, die, also in dem Sachbuch, schreibt im Buch jetzt, endet halt jedes Kapitel mit Fragen. Und also Aufgaben, keine Fragen, sondern Aufgaben, die sich aus dem Kapitel ergeben. Also in dem Kapitel über Ideen sollst du zum Beispiel, oder darfst du zum Beispiel Ideen finden und entwickeln. Und ich dachte halt, ich schreibe diese Fragen einfach auf, gebe so ein bisschen Platz, um, damit du die ausfüllen kannst. Und ja, natürlich habe ich es nicht dabei belassen und habe das Ganze grafisch aufblühen lassen, habe mit Fotos gearbeitet, mit verschiedenen Designelementen, habe das Ganze überarbeitet, habe es mit einer Designerin besprochen, habe es meiner Lektorin nochmals fürs Korrektorat gegeben und letztendlich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es jetzt sind, ich glaube, es sind jetzt letztendlich auch irgendwie 60 Seiten geworden. Ja, aber ich bin glücklich damit und dieses Workbook kriegen halt alle, die das Buch lesen und sich zum Newsletter anmelden. Es macht total Sinn, das schon das nicht erst sich dann zu holen, wenn man das Buch schon fertig gelesen hat. Das ist aber auch okay. Also ich sag auch in dem Buch, dass es Sinn macht, das Buch erstmal einmal komplett zu lesen und sich danach an die Aufgaben zu machen. Das Problem ist nur immer, dass die meisten dann halt das vergessen, die Aufgaben zu lösen. Ich kenne das von mir auch total gut, dass man, wenn man so ein Buch liest, dann so denkt, ah ja, Aufgaben mache ich später und so. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass durch dieses Workbook, ich habe kein besseres Wort gefunden, weil ich finde Arbeitsbuch, Handbuch stimmt ja auch nicht, aber Arbeitsbuch oder Arbeitsheft, blöd. deswegen habe ich es Workbook genannt, weil die Amerikaner das so nennen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Workbook dazu führt, dass die Leute oder die Leser oder du dann motivierter bist, dich auch an die Aufgaben zu machen. Du kannst es natürlich oft ausdrucken, es ist im A4-Format angelegt, oder du kannst es, was ich machen würde, in GoodNotes laden oder Notability oder was gibt's noch? Es gibt da noch irgendeine andere App. Also so eine Notizbook-App, wo man PDFs reinladen kann. Und das ist total cool, weil man dann das PDF in das PDF halt reinschreiben kann und das halt ausfüllen kann, als wäre es ein richtiges Heft, ohne dass man Papier verbraucht. Man verbraucht aber Strom. Ich weiß immer noch nicht, was besser ist. vom Müllaspekt her ist es auf jeden Fall das Papier, was schlechter ist. Ach, keine Ahnung. Ich bin müde. Auf jeden Fall hat mir das aber total viel Spaß gemacht und ja, und war wie gesagt so das Hauptding in der letzten Woche. Und ja, so der Abschluss vom Buchsatz für die Printversion und auch fürs E-Book. Ich habe den Probedruck bestellt bei Books Factory. Bin da sehr gespannt drauf, obwohl es sich halt nicht so sehr unterscheidet von
von 108, in meinem 108-Buch. Ja. Und dann bin ich mit meinem 80er-Buch tatsächlich vorangekommen. Ich habe ja in der letzten, also in dem Video von der letzten Woche, habe ich ja so ein bisschen angedeutet, dass meine Lektorin so ein bisschen zwiegespalten ist, was das Buch angeht. Also das heißt nicht, dass sie es schlecht findet, im Gegenteil. Aber sie hatte halt einen großen Kritikpunkt, sagen wir es mal so. Und mit diesem Kritikpunkt war ich tatsächlich nicht so wirklich einverstanden. Also ich habe das nicht so gesehen. Und habe deswegen die Bearbeitungszeit zwischen den beiden Lektoraten verlängert. Normalerweise habe ich so 2 Wochen zwischen Lektorat 1 und 2 und jetzt habe ich es auch 4 Wochen gemacht, weil ich dachte, ich werde vermutlich 2 Testleserunden brauchen, weil ich erstmal so eine kleine Testleserunde machen wollte, wo ich herausfinde, ob meine Leserin mit ihr übereinstimmt. Und jetzt haben 4 Leute das Buch gelesen und keiner von ihnen hatte diesen Kritikpunkt. Im Gegenteil, tatsächlich. Also wirklich im Gegenteil. Die eine konnte einen Teil davon so ein bisschen nachvollziehen, hat es dann aber sofort relativiert. Und das war auch der Punkt, den meine Lektorin tatsächlich nicht angemerkt hat. Naja, ich will nichts dazu sagen. Also ich könnte es natürlich ein bisschen konkretisieren. Mache ich das? Na, ich mach's mal. Also es ging, der Kritikpunkt meiner Lektorin war, dass es, dass ein bestimmter Handlungsstrang zu klischeehaft ist. Und meine Testleserinnen haben genau diesen Handlungsstrang als super komplex und überraschend wahrgenommen und als zum Teil neu, noch nie gelesen. Und das hat mich total, also das verwirrt mich jetzt schon wieder total, denn es kommt halt darauf an, welche Bücher man liest, ne? Und ja. Aber auf der anderen Seite erleichtert es mich auch total, weil wenn 4 von 4 Leuten sagen, ja nee, das passt mehr als, also es passt, das ist mehr als passt, dann bin ich super happy und freue mich. Und freue mich jetzt auch darauf, an dem Buch weiterzuarbeiten. Und freue mich, weil ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr an dem Buch zu arbeiten, bis zur nächsten Testleserunde. Oder ich lasse die nächste Testleserunde vielleicht auch ausfallen. Also mache jetzt keine mehr vom zweiten Lektorat und würde dann nach dem zweiten Lektorat vielleicht noch eine machen. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Also eine größere dann machen mit mehr Leuten. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das machen möchte. Ja, das ist auch immer viel Arbeit, so eine Testleserunde. Dieses, also bei Testlesenrunden ist so der größte Punkt das Hin- und Herschreiben. Denn ich habe so super tolle Testleserinnen, die teilweise so umfassendes Feedback geben. Ich habe jetzt von der einen zu dem Schreibt ein Buch jetzt Ratgeber habe ich 7 DIN A4 Seiten Feedback bekommen. Und das ist total genial. Aber es ist halt auch viel Arbeit. Ich muss es ja, oder ich darf es ja durchgehen, ich darf mich damit beschäftigen und dann geht halt für so ein, für sowas gehen dann halt schnell 1-2 Stunden drauf. Und das ist ja okay, wenn es von einer Person oder auch von 3 Personen kommt. Wenn es aber von 10 oder 20 Personen kommt, ist das viel. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir meine Testleserin jetzt so nicht erzogen, weil das ist so ein blödes Wort, aber die sind halt inzwischen so in diese Rolle reingewachsen, dass sie halbe Lektorate abgeben. Und ich kann ja keine 10 Lektorate machen für ein Buch. Das ist einfach ein totaler Zeitfresser. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich für das 80er-Buch noch eine weitere Testleserunde mache. Ich weiß aber, dass es noch so 3-4 Leute gibt unter meinen Testlesern, die das unheimlich gerne noch lesen würden. Und deswegen, ich denke, denen werde ich das nochmal schicken. Ja, und jetzt, wie waren wir denn hier eigentlich? Ich sehe das immer gar nicht, wie viel Minuten das sind. Wieso steht das hier irgendwo? Keine Ahnung. Ich mache jetzt auf jeden Fall Schluss, bevor hier der nächste Ruderverein auf dem Video auftaucht. Ich freue mich jetzt total auf Montag, denn da kommt der Ratgeber raus. Und dann ist erstmal so ein bisschen Pause, was diese Sachen angeht. Das nächste Buch kommt am 22. Juni raus. Das wird das 70er Buch sein. Und bis dahin
darf ich mich mit Newslettern beschäftigen, ganz intensiv. Und eventuell auch schon mit Lou und Nick 5. Das weiß ich noch nicht, ob ich das machen möchte. Ich möchte die nächsten 2-3 Monate so ein bisschen locker angehen und gucken, was kommt. Denn ich gehe so, also ganz große Themen sind halt Pinterest und YouTube. Und da will ich so, und mein Blog. Und da will ich so reinwachsen. Und da weiß ich noch nicht so genau, wie viel Raum das einnehmen wird und wie viel Raum ich anderen Sachen geben möchte. Und ja, mich hat tatsächlich auch dieses Design-Thema so angefuchst. Ich habe mir tatsächlich das große InDesign-Buch vom Rheinweg Verlag gekauft. Und ja, das ist ein 1200-Seiten-Buch, das ich am liebsten komplett sofort lesen möchte. Aber meine Leseliste ist noch sehr lang mit Recherchebüchern für andere Bücher. Okay. Ich schließe das mal ab jetzt. Wünsche dir eine wunderbare Zeit, wunderbare Schreibzeit, wenn du schreibst, und eine wunderbare Lesezeit, wenn du liest. Mach's gut, deine Andrea.